Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3. Und wir gehen jetzt hier runter. Wollen wir sehen, was uns erwartet und was Scar wohl damit meint, dass wir wohl sterben würden. Tut mir leid. Aber können Sam und ich alleine weitergehen? Na komm, Momo, mach ruhig, was du da sagst. Okay. Was ist das hier? Sind das Andenkentafeln? Richter Go. 198. Okay. Richter Geist. 234. Okay. Sind das Richter Gott? 201. Sind das die Jahre, in denen die gestorben sind? Was sind das da eigentlich für komische Steine dort unten? Richter Gar, 299. Gar, warum steht hier dein Name? Das sind unsere Namen. Aber wir tragen noch einen anderen Namen. Drachentöter. Moment mal, das sind keine Steine, oder? Das sind Drachenknochen! Die Zahl unter meinem Namen ist die Anzahl der Drachen, die ich im Krieg getötet habe. Die Seelen scheinen froh, dich wiederzusehen. Sam, lasst mich euch erzählen, was eurem Volk zustieß und was mit der Brut geschah. Okay. Vor fast 400 Jahren versuchte die boshafte Brut, die Welt zu erobern und löste so einen fürchterlichen Krieg aus. Die Brut war stark und furchteinflößend. Wir, die Arkanier, flehten unseren Gott um Schutz vor dem mächtigen Bösen an. Unsere Gottheit verlieh uns Wächter, ja, ihre heilige Macht zur Bekämpfung der Brut. Nach einem heftigen Kampf wurden die letzten Mitglieder der Brut bezwungen und ihre Gebeine hier begraben. Warum ziehst du deine Waffe? Sam, du bist der Letzte der Brut. Wenn ich mich deiner angenommen habe, ist meine Aufgabe erfüllt. Sei darauf gefasst, Sam. Was zur Hölle? Erstens, der Krieg ist schon längst vorbei. Zweitens, warum willst du mich töten? Deine Geschichte ergibt in einigen Teilen keinen Sinn. Auf jeden Fall, ich werde hier nicht sterben. Niemals. So. Und Drache! Mal sehen, ob wir ihn mehr abziehen können als damals. Wenn nicht, dann habe ich ein kleines Problem. Flammenklau! Nimm das! Warum wolltest du mich hier unterbringen, um mich hier zu töten? Beim Turnier hättest du mich schon längst töten können. Warum hier und jetzt? Flammenklar! Er kann sehr oft Rache machen. Aber ich glaube, meine MP sind schneller unten als meine SP. Okay. Feuersturm? Wie sieht das aus? Ha, zieht sogar nicht mal was ab. Ja, ich bin ja ein Feuerdrache. Flammenklau! Die Logik in Rollenspielen verstehe ich auch nie. Oh, das war ein guter Treffer. Das...
Ha, er ist schon besiegt, sehr gut. Ein wahrhaft großer Sieg. 400 Erfahrungspunkte bekommen. Und keine Zenny. Wie ich es erwartet habe. Wir waren keine Gegner für die mächtige Grut, aber warum? Warum blinkt das plötzlich so seltsam? Die Drachenseele schon wieder... Nein, ich werde gar nicht umbringen! Verschwinde! Was? Warum erledigst du mich nicht? Nein! Er ist kein Feind! Was passiert hier mit Sam? Bist du das, Sam? Kaiser Drache? Die Höhle stürzt ein? Der Bildschirm ist noch gut schwarz. Wir wollen nicht dazu gehören. Wir sind nicht so ein Drache, der einfach herumgeht und Leute abschlachtet. Warum rennst du? Das sind wir nicht bestimmt. Wir sind nicht wie sie. Wir sollten nicht bei ihnen sein. Verschwinde! Wir sind wieder ein Drache? Möchte gerade auch noch seine Aufgabe erfüllen? Tja. Wir sind hier... Das sieht diese Mine so aus wie damals, als wir das erste Mal... erwacht sind. Autsch! Und da sind wir wieder ein Mensch. Aber wir sehen irgendwie verändert aus. Sind einige Jahre ins Land gegangen? Sam... Erkennst du mich? Ich habe Jahre nach dir gesucht. Seit du vom Engelsturm verschwunden bist. Dann hörte ich von einem Drachen, der in der Mine, in einer Mine erschienen ist, Sam. Das ist dein... Sam, kannst du mir vergeben? Du bist kein Feind. Ich habe viele von deinen Leuten getötet. Viele Drachen. Ich dachte, das sei meine Aufgabe. Was soll's? Bringen wir dich zunächst hier raus, ne? Hier ist dein Zeug. Wenn du hören willst, was ich zu sagen habe, dann komm mit mir. Ich sollte ja nicht lange bleiben.
Ah, sieht das toll aus. Tja, das ist jetzt der neue Tim. Wir sind größer, älter und unsere Animation sieht jetzt noch cooler aus. Auch das Bild sieht cooler aus, wie ich finde. Wenn du mich töten willst, du hast die Macht und wahrscheinlich auch das Recht dazu. Aber du hast mich nicht getötet. Selbst als ich versucht habe, dich zu töten. Wie die Drachen vor 400 Jahren. Hätte die Brut zurückgeschlagen, wären wir statt ihrer in Grüß verwandelt worden. Warum ließen sie sich von uns töten? Warum hat Gott uns die Brut töten lassen? Vielleicht habe ich kein Recht, dies zu sagen, aber ich will die Wahrheit wissen. Darum habe ich dich gefragt. Ich bitte dich, mich bis dahin leben zu lassen. Danke. Nun aber raus aus dieser Mine. Nichts dagegen einzuwenden. Aber das ist wirklich seltsam. Die Brut war doch so angreiferisch. Und als dann Gar und seine Leute angegriffen haben, haben sie sich abschlachten lassen. Wieso? So stark wie die Brut gewesen war, hätten die Wächter keine Chance gehabt haben. Ich schätze mal, wir müssen diese Gottheit kennenlernen, um das zu erfahren. Aber tatsächlich, wir sind in der gleichen Mine drin wie damals in Part 1 von dem Let's Play hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich erstmal lang muss. Schlau wäre es natürlich jetzt so zu gehen, wie ich damals als Drache gegangen bin, aber vielleicht finden wir hier noch irgendetwas. Im Gegensatz zu damals ist diese hier auf jeden Fall gut verlassen. Hat sich eigentlich Gasbild geändert? Nein, das ist gleich geblieben. Ist hier oben noch etwas? Nein. Es ist so einiges geändert, aber es stehen immer noch viele Fragen offen. Ich frag mich, wie jetzt auch Nina aussieht. Sie war ja damals auch ein kleines Kind. Und ob die anderen sich auch geändert haben. Ja. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit... Ich schätze, wir waren die ganze Zeit im Mutterleib drinne. Ah, hier sind noch einige schöne Truhen. Du fandest Lebenssplitter. Du fandest Magiesplitter. Du fandest Vitamin. Alles sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch sogar. Tja, was soll ich sagen? Auf Wiedersehen, Mutter. Okay, ab hier habe ich jetzt keine Ahnung mehr. Hier lang? Na, sieht nicht richtig aus. Jetzt komm schon, Gar. Funktioniert der Fahrstuhl noch? Hier ist B3. Willst du Nift benutzen? B1 wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich denke mal, ich gehe erstmal nach B2 und schaue mich dort um. So. Hier musst du geboren sein. Starke Brutaura muss dich gerufen haben. Ne, Sam? Richtig. Richtig. Ich rief ihn. Gott, in der Aufnahme klingt diese Lache jetzt bestimmt bescheuert. Aber wer war das? Ah, hier treffen wir wieder auf Gegner. Was sind das? Egelherr, die kennen wir ja schon. Wir haben keine Angriffe, die mehrere Leute trifft. Gegen alle Ziele. Ah, sehr gut. Sehr gut, dass du das drauf hast. Ach. Diese Egel sind nervig. Autsch. Autsch.
Bitte sehr. Jetzt hat Sam auch keine Angst. Jetzt hat Sam auch keine Angst mehr, wenn er angreifen möchte. Zap! Feuersturm! Naja, hätte ich mir jetzt auch. Ich hätte mir jetzt auch mehr von jemandem erhoffen können, der 299 Drachen gekillt hat. Nach diesem Part mache ich dann erst, nach diesem Kampf mache ich dann erstmal einen Schnitt. Zap! Das war der zweite. Och Mann, ihr seid nervig. Zap! Tschüss! Ist das schon stärker? Los, ihr beide, greift ihn einfach an. Das sollte es dann noch gewesen sein mit diesem Egel. Zap! Und das war's. Sehr schön. 188 Erfahrungspunkte. Na, jedenfalls kriegen wir hier genug Erfahrungspunkte. Aber eines möchte ich jetzt nochmal gern schauen. Haben wir vielleicht noch irgendwelche netten Ausrüstungsgegenstände? Nichts, was wir brauchen, schätze ich. Okay, ich schätze mal, hier mache ich jetzt mal einen Schnitt. Es ist wieder viel passiert und ich bin gut weit gekommen. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Breath of Fire 3. Bis dann, Leute!